Herr Präsident, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich erinnern, ich habe in meiner Rede die Firma Monsanto und Bayer angesprochen und habe erzählt, womit diese Unternehmen reich geworden sind mit einem dioxinhaltigen Pflanzengift. Hunderttausende Vietnamesen leiden noch heute daran, das ist ein Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg. Es kommen immer noch sehr viele behinderte Kinder auf die Welt. Und was ich dann gesagt habe, dass die NEOS auf europäischer Ebene Förderungen bekommen, ja, gleich zur tatsächlichen Berichtigung, sehr gut, hat es geheißen, das ist nicht wahr. Wir bekommen in Österreich keine Förderung. Ich lese Ihnen jetzt was vor. Ein Bericht des ORF vom 13. März 2019, 12.53 Uhr. In einer Finanzaffäre geht die Partei des französischen Präsidenten Macron auf Distanz zu den Liberalen im Europaparlament. Macrons Kampagnenleiter für die Europawahl machte gestern Abend deutlich, dass die Zusammenarbeit gefährdet sei. Nach Recherchen französischer Medien hat die liberalen Fraktion ALDE, das sind Sie Mitglied, ja, ist eine Familie, ja, ja, das sind Sie Mitglied, insgesamt 425.000 Euro von Konzernen wie Bayer, Google und Microsoft erhalten. Das können Sie berichtigen, was immer Sie wollen.